beginne mit einem Experiment, das uns ganz weit zurückführt in die Geschichte der Mathematik. Die Geschichte der Mathematik ist noch älter als die Geschichte der Mathematik in Trier. Die hat schon vor über 2.500 Jahren begonnen im alten Griechenland. Namen wie Pythagoras und Thales sind hier die wichtigen. Und wenn Sie an Pythagoras denken, der Satz des Pythagoras wurde auch schon erwähnt, dann denken Sie an Dreiecke und Vierecke. Aber interessanterweise hat sich gerade die Schule des Pythagoras ganz besonders für das Fünfeck interessiert. Und ich zeige Ihnen ein Experiment zum Fünfeck, das stammt nicht von Pythagoras, aber das, was rauskommt, hat die damals sehr interessiert. Ich fange an mit dieser Art Blume. Das ist keine rote Blume, keine blaue Blume, keine gelbe Blume, eine graue Blume, vielleicht doch ein bisschen Mathematikerblume. Die hat ein paar Blütenblätter, 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und jedes Blütenblatt ist so leicht beweglich. Sie werden gleich sehen, warum. Das heißt, das in der Mitte ist ein Fünfeck, weil es 5 Kanten hat. Aber auch jedes Blütenblatt ist ein Fünfeck, denn es hat 2 Ecken unten und 3 oben. 2 Ecken unten und 3 oben. Fünfeck ist ja nicht so einfach zu zeichnen, auch nicht so einfach vorzustellen, aber hier sehen Sie es mal. 6 Fünfecke. Und hier habe ich nochmal 6 Fünfecke. Genau das Gleiche. Das kann man auch perfekt übereinander legen, das passt hundertprozentig. Aber für dieses Experiment darf man es nicht so übereinander legen, sondern muss es genau versetzt machen. Also dort, wo vorne eine Lücke ist, ist hinten ein Blütenblatt, wo vorne ein Blütenblatt ist, ist hinten eine Lücke. Und jetzt kommt noch eines dazu, was leider sehr klein ist, das Sie kaum sehen können, nämlich ein normales Gummiband. Mit diesem Gummiband verbinden wir die beiden Teile, so eine Art Zickzacklinie. So, genau. Und Sie sehen vielleicht das Gummiband nicht von hinten, aber Sie haben gesehen, was ich gemacht habe. Und Sie wissen alle auch, was so ein Gummiband gerne machen würde. Es würde sich gerne zusammenziehen. Und wenn ich das lassen würde, wenn ich es loslassen würde, dann würde es sich auch zusammenziehen und dann würde es automatisch das obere nach oben drücken und das untere nach unten. Können Sie sich vorstellen, was dabei rauskommt? Das ist auch so Mathematik. Vorausdenken, überlegen, was könnte passieren. Genau, wir probieren es einfach mal aus. Ich mache es erstmal ganz langsam. Das ist nur so ein bisschen. Aha, so eine Art UFO, was hier durch den Hörsaal schwebt. Aber ich muss es immer noch halten, es herrscht immer noch Spannung drauf und wenn ich es ganz zusammen mache, dann kommt das hier raus. Ein ganz regelmäßiger Körper, sogenannte Dodekaeder. Dodeka heißt aber nur 12, das bedeutet nur, dass es aus 12 Flächen besteht. Klingt imposant, aber es bedeutet eigentlich fast gar nichts. Dodekaeder. Das hat die Griechen damals interessiert, weil es ein ganz regelmäßiger Körper ist, in dem Sinne, dass jede Seite ein regelmäßiges Fünfeck in diesem Fall ist und dass auch jede Ecke regelmäßig ist oder dass alle Ecken gleichförmig sind. An jeder Ecke kommen genau 3 Teile zusammen. Ich mache das Experiment vielleicht nochmal. Ich drücke es nochmal zusammen und mache es jetzt nicht langsam, sondern ich mache es einfach schnell. Ich mache es dadurch schnell, dass ich es nach oben werfe. Mal gucken, was passiert. Achtung, fertig, los. Ah, geht auch. Beim Fangen geht es manchmal kaputt. Ich mache das nochmal und bitte Sie dann, nach oben zu schauen und zu kontrollieren, ob das schon oben ein Dodekaeder ist. Denn ich muss Ihnen ein Bekenntnis machen. Was ich gern wäre, was ich wirklich gerne wäre, ist ein Zauberer. Ich wäre gerne ein Zauberer. Dann könnte ich mit meinen Händen Dinge machen, die den Naturgesetzen widersprechen, die Sie alle verblüffen, inklusive mich. Bin ich aber leider nicht. Ich bin kein Zauberer, ich bin nur Mathematiker. Und die Mathematik ist ja etwas, was unabhängig von mir funktioniert, funktioniert in gewisser Weise objektiv. Das heißt, das Ding muss schon hier oben ein Dodekaeder werden und nicht erst in meiner Hand zusammengezaubert werden. Also probieren wir nochmal. Achtung, fertig, los. Genau, also ich habe es gesehen, es war schon oben ein Dodekaeder. Ja, viele von Ihnen haben vielleicht gedacht, schon als Sie es sich vorgestellt haben oder als Sie es gesehen haben, ist eigentlich so ähnlich wie ein Fußball. Das ist auch so. Es ist so ähnlich wie ein Fußball. Es ist keiner.
Denn selbst wenn ich diese Fünfecke aus Leder machen würde, zusammennähen, kräftig aufpumpen, würde das immer noch ein ziemlich eckiges Teil werden, sodass unsere Fußballspieler alle möglichen Ausreden hätten. Aber der richtige Fußball, also der klassische Fußball, den Sie alle vor Ihrem geistigen Auge haben, der aus schwarzen und weißen Teilen besteht, der hat eine ganz große Ähnlichkeit damit. Denn die schwarzen und weißen Teile unterscheiden sich nicht nur in ihrer Farbe, sondern auch in ihrer Form. Die schwarzen sind Fünfecke und die weißen sind Sechsecke. Und es ist genauso regelmäßig aufgebaut wie dieses Teil. An jeder Ecke kommen auch drei zusammen, ein schwarzes und zwei weiße. Ein Fünfeck und zwei Sechsecke, überall, an jeder Ecke. Und das hat den Effekt, Sie alle wissen, ein Sechseck hat einen größeren Winkel an der Ecke als ein Fünfeck, dass diese Ecke viel flacher wird und das Ganze ganz toll rund. Wenn Sie mal so einen Fußball haben, dann zählen Sie doch mal die Fünfecke. Ist nicht so ganz einfach, aber es gibt viele Methoden. Aber wenn Sie es richtig machen, kommen Sie auf genau 12 Fünfecke. Auch dieses Teil hat 12 Fünfecke, der Fußball hat 12 Fünfecke. Und es ist immer so, wenn Sie irgendeine regelmäßige räumliche Figur haben mit Fünfecken, dann kommt die immer 12-mal vor. Das ist ein ganz toller Zusammenhang, was die alten Griechen noch nicht wussten. Braucht man die Euler'sche Polyederformel dazu. Sowas kann man dann toll beweisen. So, also etwas uralt bringt uns über den Fußball in die heutige Welt zurück. Ich will Ihnen noch was zeigen. Auch so einen weiteren regelmäßigen Körper, den Sie alle kennen, über den spreche ich gar nicht, das ist der Würfel. Klar, der Würfel besteht aus Quadraten, regelmäßige Vierecke, und an jeder Ecke kommen auch drei Quadrate zusammen. An der Ecke links, oben, vorne kommen die Seite links, die Seite oben und die Seite vorne zusammen. Drei Stück. Würfel können wir uns alle gut vorstellen. Vielleicht der Körper, den wir uns am leichtesten vorstellen können, von diesen Polyedern jedenfalls. Aber es gibt noch einen regelmäßigen Körper, der mathematisch gesehen einfacher ist. Nicht einfacher vorzustellen, aber einfacher im Sinne von weniger Ecken, weniger Kanten, weniger Flächen. Und das ist eine Pyramide. Eine dreiseitige Pyramide, drei Seiten oben, eine unten, insgesamt vier Seiten, heißt auf Griechisch Tetraeder, vier Flächen. Und ich mache jetzt für Sie eine solche Pyramide, ein solches Tetraeder aus einem Blatt Papier. Ich brauche dazu nichts anderes als dieses Blatt Papier. Und es ist im Grunde ganz einfach. Natürlich besteht es aus mehreren Schritten. Wenn ich das in einem Schritt machen könnte, wäre ich ein Zauberer. Aber wir machen die Schritte der Reihe nach. Das ist ganz einfach. Der erste Schritt ist furchtbar einfach. Wir falten das Blatt entlang der langen Symmetrieachse. Der zweite Schritt ist auch noch einfach. Wir falten die äußeren Viertel nach innen. So, ich zeige es Ihnen gleich wieder. So, ich habe die äußeren Viertel nach innen gefaltet. Das brauchen wir zur Vorbereitung. Jetzt werden Sie zu Recht sagen, das sieht noch überhaupt nicht aus wie eine Pyramide. Denn völlig egal, wie Sie sich eine Pyramide vorstellen, die besteht aus Dreiecken. Also irgendwann muss man anfangen, Dreiecke zu machen. Und es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Der nächste Schritt ist der schwierigste, aber Ihr Präsident hat den gestern früh schon geübt im Auto. Man muss nämlich, also der ist deswegen schwierig, weil man auf zwei Dinge gleichzeitig achten muss. Man muss die eine, diese Ecke nehmen, sie runterfalten, sodass sie a direkt in die Mitte kommt, aber da gibt es viele Stellen, und zwar so, dass hier eine Spitze entsteht. Also es gibt viele Möglichkeiten, das in die Mitte zu falten, aber nur eine, sodass hier eine Spitze entsteht. So, das ist das Schwierigste. Jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher. Ich falte jetzt einfach so rüber, dass die Ecke hierher kommt. Ich mache es Ihnen mal vor. So, so habe ich rübergefaltet. Und Sie sehen, das ist ein gutes Dreieck. Das ist ein Dreieck, aus dem noch was werden könnte. Da wird auch noch eine Pyramide draus. Jetzt ist es der erste Hoffnungsschimmer, dass das nicht alles Unsinn ist. Wir falten weiter, wir haben immer noch Platz. Wir falten jetzt diese Ecke so rum. Und ich habe immer noch Platz. Noch einmal. Da steht ein bisschen was über, das falten wir rein. So, und jetzt haben wir ein kleines, dickes Dreieck erhalten. Noch keine Pyramide. Aber es fehlt sozusagen nur noch ein Schritt
Zu diesem muss ich das wieder ein bisschen aufhalten, nicht ganz. Dann sieht man vier Dreiecke, eins auf der Spitze, eins auf der Grundseite, eins auf der Spitze, eins auf der Grundseite. Und wenn man das Experiment zum ersten Mal macht, denkt man, hier habe ich was falsch gemacht, stimmt aber nicht. Hier sieht es so abgeschnitten aus. Im Gegenteil, das ist jetzt eine Ecke, eine Stelle von zwei, die wichtig ist. Die andere wichtige Stelle sehe ich am anderen Ende. Da ist noch eingeklappt, so soll es auch bleiben, das kleine rechtwinklige Dreieck. Wenn man da genau hinschaut, sieht man, das besteht aus zwei Lagen, ist eine Art Tasche. Und in diese Tasche stecken wir das abgeschnittene Ende jetzt rein. Und wenn es klappt, achten Sie darauf, genießen Sie den Moment, es entsteht diese Pyramide. Also finde ich ein ganz wunderbares Experiment. Nur ein paar Hinweise für die Praktiker unter Ihnen. Sie haben gesehen, man braucht keine Schere, es gibt keinen Abfall, man braucht keinen Klebstoff, es gibt keine Sauerei hier. Und was ich noch wichtiger finde, das wird bei eigentlich jedem gut. Sie wissen das, wenn man in der Schule auch nur einen Würfel zusammenkleben lässt, dann klappt das nicht bei allen. Einer greift zu fest zu, der andere verschmiert den Klebstoff mit dem Finger und es wird nicht schön. Das wird eigentlich immer schön. Auch ich habe mich jetzt mehr darauf konzentriert, es Ihnen zu erklären, als hier hundertprozentig exakt zu falten. Und wenn ich genau hingucke, weiß ich auch genau, wo ich es nicht genau gemacht habe, aber trotzdem sieht es gut aus. Aber es steckt auch mathematisch noch eine ganze Menge drin. Wir nähern uns dem, indem wir einfach die Ecken, Flächen und Kanten anschauen. Ecken gibt es die da oben, drei unten, insgesamt vier Stück. Flächen haben wir schon gesagt, drei oben, eine unten, vier Stück. Kanten. Von oben drei, unten drei, insgesamt sechs Stück. Aber die Kanten sind interessant. Die meisten Kanten sind, auch wenn Sie selber angucken, richtig gute Kanten, gefaltete Kanten, aber nicht alle. Hier zum Beispiel habe ich so eine Schlitzkante. Und hier habe ich auch einen Schlitz. Und man könnte zum Beispiel die eine Kante könnte ich hier so halten, zwischen Daumen und Mittelfinger, und die andere so. Und dann sehen Sie, die eine Kante ist waagerecht, die andere ist senkrecht. Ist auch schon mal interessant bei so einem Körper. Aber viel interessanter und viel wichtiger noch, als dass die waagerecht und senkrecht sind, ist sozusagen das Zusammenspiel dieser gegenüberliegenden Kanten, weil das ein Schlüssel ist für ganz viele Geheimnisse, den diese Pyramide hat. Und ich will Ihnen zwei erzählen von vielen. Das eine ist wieder eine echte Anwendung, die uns diesen Körper aus der Antike in die Gegenwart bringt. Ich glaube, manche von Ihnen, wahrscheinlich nicht alle, aber manche von Ihnen erinnern sich noch daran, wie noch vor wenigen Jahren der Original Tetrapack aussah. Genau, Sie nicken, genau. Die Jungen können ja nicht mitreden im Augenblick. Der sah genauso aus. Der hatte diese Tetraederform, daher auch der Name Tetrapack. Nicht, weil die Vierecke machen, machen sie auch nicht, sondern weil die diese Form hatten. Und man kann sich fragen, warum? Warum haben denn die diese Form benutzt? Und die Antwort ist in der Tat eine Art mathematische. Denn das war so, diese köstliche Flüssigkeit, Sunkist oder Orange oder Bananenmilch oder was immer da drin war, die kam am Ende des Produktionsprozesses an in einem langen Schlauch, praktisch ein unendlich langer Schlauch. Und dieser lange Schlauch wurde dann in regelmäßigen Abständen waagerecht zusammengedrückt, zusammengeklebt und abgeschnitten und senkrecht, zusammengedrückt, zusammengeklebt und abgeschnitten. Dann wieder waagerecht, dann senkrecht, dann waagerecht, dann senkrecht. Und Sie sehen, dann fielen sozusagen automatisch diese Teile raus. Und ich glaube, der technologische Witz war, dass die nur zwei solche Klebekanten hatten. Gut, Tetra Pak macht es heute anders, aber es gibt immer noch diese Verpackungseinheit. Es gibt so kleine Packungen von Gummibärchen, die so verpackt sind, manchmal auch Nüsschen, manchmal Einmalpackungen von Zucker. Und es gibt auch diese teuren Tees, die so solche Beutelchen haben. Wenn Sie das mal sehen, achten Sie genau drauf. Das ist, finde ich, ein tolles Wahrnehmungsexperiment. Bei all diesen Produkten werden Sie merken, diese zwei Kanten, die sind ganz präzise und scharf ausgebildet. Alles andere ist eher so rundlich, spielt ja auch bei der Produktion keine Rolle. Aber dennoch sehen wir Menschen sofort diese Pyramide. Es muss also so eine charakteristische Form sein, dass die sich uns so einprägt, dass wir die einfach überall sehen, wo sie auch nur annähernd vorhanden ist. Das war die erste Anwendung.
Eine zweite Anwendung ist ein Experiment, was Sie gleich in der Ausstellung sehen können oder schon gesehen haben. Das ist ein Knobelspiel, bei dem am Ende diese Pyramide rauskommen soll. Und es ist ein Knobelspiel aus zwei Teilen. Nur zwei Teilen. Und ein Knobelspiel aus zwei Teilen, da würde jeder von uns denken, mich eingeschlossen, das kriegst du doch auf Anhieb hin. Das setzt es einfach zusammen und es stimmt. Oder falls es nicht stimmen sollte, dann musst du einfach ein bisschen systematisch probieren und es wird schon hinhauen. Aber wenn Sie selber machen oder jetzt auch mir zugucken, werden Sie merken, nein, man muss die richtige Idee haben oder man bekommt die richtige Idee, nur dann klappt es. Ich habe Ihnen mal einen Teil mitgebracht. Das ist ein Teil, das meines Wissens keinen mathematischen Namen hat. Es ist nicht ein Okta sowieso oder Dodeka irgendwas. Man kann es natürlich trotzdem beschreiben. Es hat hier so eine Spitze mit einem Dreieck. Und wenn ich es umdrehe, sieht es genauso aus. Wenn ich es so hochstelle, sehen Sie in der Mitte ein Viereck. Sie würden mir sicher auch zugestehen, dass es ein Rechteck ist, denn es hat zwei senkrechte und zwei waagerechte Kanten. Es ist sogar ein Quadrat, aber sehen wir gleich. Und das Ganze habe ich nicht nur einmal, das habe ich zweimal. Und man könnte bei diesem Experiment sozusagen an der Menschheit verzweifeln oder sagen wir an der Evolution verzweifeln. Denn es ist völlig klar, das ist ein Experiment, bei dem es klar ist, ein bisschen Nachdenken würde helfen. Aber offenbar sind wir so konditioniert, dass gerade bei solchen Problemen, bei denen ein bisschen Nachdenken helfen würde, wir einfach mal irgendwie anfangen. Denn praktisch jeder macht erstmal das hier, obwohl es völlig klar ist, das ist nicht die Lösung und es ist auch nicht ein Weg, nicht ein erster Schritt zur Lösung. Es gibt dann auch Leute, die munter sowas machen und das aufmerksam anschauen, wahrscheinlich weil es so eine symmetrische Figur ist. Es ist klar, es gibt Menschen jeden Alters, die sind genial. Die nehmen die zwei Teile, setzen sie richtig zusammen. Wir anderen brauchen vielleicht eine kleine Hilfe. Wir gucken uns nochmal das Endresultat an. Es besteht aus Dreiecken, aus keinem Viereck. Man kann auch die Winkel hier anschauen. Wenn Sie mit der Schule zu tun haben, wissen Sie, wie groß die Winkel sind. Wenn Sie ein bisschen weiter weg von der Schule sind, wissen Sie es nicht mehr. Aber alle Menschen wissen, dass das jedenfalls keine rechten Winkel an diesen Dreiecken sind. Aber hier habe ich ein Viereck mit vier rechten Winkeln und hier habe ich auch ein Viereck mit vier rechten Winkeln. Also, das heißt, wenn daraus überhaupt diese Pyramide werden soll, dann müssen die verschwinden. Und bei zwei Teilen gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, wie die verschwinden, nämlich, dass man die aufeinandersetzt. Und das macht man auch, wenn man das so logisch analysiert hat. Aber es ist immer noch keine Pyramide. Aber ich weiß, dass viele von Ihnen jetzt ihre Hände gar nicht mehr ruhig halten können, weil sie wissen, ich muss nur noch ein Teil drehen. Ich drehe jetzt gleich mal das linke Teil, ich drehe es um 90 Grad und ich mache es ganz langsam, damit Sie das alle genießen können und genau merken, wann es bei Ihnen Klick macht, wann Sie sehen, dass es eine Pyramide wird. Ich sehe es noch nicht. Ich weiß es, dass es so wird und ich habe es Ihnen suggeriert. Also Sie werden mir wahrscheinlich nicht widersprechen, aber ich probiere es mal. Achtung, es geht los. Spätestens jetzt sollte es Klick gemacht haben. Also es ist wunderbar, ich mache das so täglich dreimal, genau. Ein wunderbares Experiment und Sie merken selber, es entsteht, selbst wenn Sie es nicht machen, sondern nur zuschauen, es entsteht unglaublich viel Raumvorstellung und kombinatorische Zusammenhänge. Man kann noch ganz viel über dieses Experiment machen. Ich zeige Ihnen nur noch eine Sache. Ich nehme mal das eine Teil in meine eine Hand und das andere Teil in die andere Hand und halte die so zusammen. Und dann sehen Sie, ich habe genau die Handhaltung von vorhin. Das ist die waagerechte Kante, das ist die senkrechte Kante. Und eigentlich ist es nur wieder das Zusammenspiel dieser zwei Kanten. Und übrigens, so sieht man auch, wie dieser Schnitt entsteht. Wenn man die Pyramide so hält, muss der nur senkrecht in der Mitte durchgeschnitten werden. Gut, das kann ich auch mal hier hinstellen. So, jetzt haben wir schon ganz viel über Formen gesprochen. Da kamen auch ein bisschen Zahlen vor. Aber ich möchte noch eine andere Gehirnregion von Ihnen ansprechen, die mit Zahlen zu tun hat. Zahlen gibt es schon unglaublich lange. Zahlen gehören mit zu den ersten Kulturzeugnissen der Menschheit, die wir haben.
Es gibt so ein paar Knochen, die man gefunden hat, die sind etwa 20.000 bis 30.000 Jahre alt. Das ist richtig, richtig, richtig alt. Auf denen viele Kerben eingekerbt sind. Und so haben, also wenn die 21 schreiben wollten, hatten die 21 Kerben gemacht. So haben die Menschen ganz früher Zahlen geschrieben. Dann gibt es verschiedene andere Zahlensysteme. Unser Zahlensystem, das Dezimalsystem, wurde vor etwa 1500 Jahren erfunden. Die Null wurde erfunden in Indien. Das ist unsere Null, das ist nicht die erste Null der Geschichte. Die erste Null war bei den Maya, aber diese Kultur ist ausgestorben. Also unsere Null kommt aus Indien. Und das hat sich weltweit verbreitet und heute wird weltweit sozusagen ohne jeden Widerspruch das Dezimalsystem angewandt. Ich möchte Ihnen zwei kleine, aber doch, wie ich finde, verblüffende Rechentricks zeigen. Der eine kommt tatsächlich aus Indien und hat viel mit unserem Dezimalsystem zu tun. So, ich mache mal einfach eine Malaufgabe, Multiplikation, zum Beispiel 996 mal 885. So, Sie alle wissen, Sie alle waren in der Schule oder sind in der Schule oder werden in der Schule sein, Sie alle wissen, das ist jetzt, würde ich mal sagen, das Musterbeispiel einer uninspirierten Aufgabe. Also ich kann mir niemand vorstellen auf der Welt, der sagt, das wollte ich schon immer mal wissen. Aber wenn es in irgendeinem Sachzusammenhang vorkommt, wissen Sie auch, wie man das ausrechnet. Wir alle haben in der Grundschule gelernt, wie man schriftlich multipliziert, können wir machen. Wir können es in den Taschenrechner eingeben, sagt uns das Ergebnis. Man kann es auch in Google eintippen, Google weiß auch, was da rauskommt. Ich zeige Ihnen die Methode der Inder und das wird Ihnen zeigen, Sie werden in einer Minute sagen, das kann ich im Kopf. Und die Methode geht so. Wir schauen uns zunächst die erste Zahl an, die 996, und ergänzen die auf 1000. Das ist einfach. Da fehlen 4. Das ist die erste Ergänzungszahl, die Ergänzungszahl der ersten Zahl. Diese 4 ziehen wir von der zweiten Zahl ab. Wir wissen nicht, was es soll, aber wir können es machen. 885 minus 4 ist 881. Jetzt schauen wir die zweite Zahl an, die 885, und ergänzen die auf 1000. Bisschen schwieriger, 15 bis 900, dann nochmal 100, 115. 115 ist die zweite Ergänzungszahl, die erste war 4. Jetzt müssen wir die beiden Ergänzungszahlen miteinander multiplizieren, also 4 mal 115, hört sich schwieriger an als es ist. 4 mal 100 ist 400, 4 mal 15 ist 60, 460, das schreiben wir hin. Und ob Sie es glauben oder nicht, das ist das Ergebnis. Wir machen gleich noch ein Beispiel. Es geht auch mit kleineren Zahlen. 88 mal 97. 88 mal 97. Jetzt ergänzen wir natürlich nicht auf 1000, sondern auf 100. Klar. 88 und 12 sind 100. Was machen wir mit der 12? Ziehen wir von der 97 ab, 97 mit 12 ist 85. Zweite Ergänzungszahl ist 3. 3 mal 12, 36, das ist das Ergebnis. Es geht auch mit noch kleineren Zahlen, natürlich auch mit größeren. Zum Beispiel 7 mal 8. Hat den Vorteil, dass wir wissen, was rauskommt. 7 und 3 ist 10. 3 ziehe ich von der 8 ab, gibt 5. Sieht schon mal gut aus. Ergänzungszahl 3, Ergänzungszahl 2. 3 mal 2 ist 6, 56. Mathematisch funktioniert das immer. Egal, welche Zahlen Sie nehmen. Aber es ist nicht immer sinnvoll. Denn, denken Sie nochmal an die Multiplikation, zum Beispiel dreistelliger Zahlen, wenn die erste 127 und die andere 348 wäre, dann wären die Ergänzungszahlen riesig. Dann wäre die eine 800 so und so und die andere 700 so und so. Und ich müsste ja die Ergänzungszahlen miteinander multiplizieren. Ich hätte also ein viel schwierigeres Problem zu lösen, würde man nicht machen. Aber wenn die Zahlen so knapp unter 1000, knapp unter 100, knapp unter 10.000, knapp unter einer Million liegen, dann lohnt sich's. Dann ist es nicht nur schneller, sondern dann ist es auch sicherer. Man kann hier kaum Fehler machen.
wenn ich das schriftlich multiplizieren würde, ich weiß nicht, wie es in Rheinland-Pfalz ist, aber in Hessen würde ich sagen, egal in welcher Schule, egal in welcher Klasse ich diese Aufgabe stelle, 996 mal 85, man würde eine ganze Reihe verschiedener Ergebnisse erwarten. Ne? Das ist klar. Also, ein ganz wunderbarer Trick. Übrigens, wenn Sie das sozusagen in der Mittel- oder Oberstufe machen wollen, dann kann man natürlich auch versuchen, sowas zu beweisen. Dann würde man nicht viele Beispiele rechnen, sondern würde man sagen, ich rechne mal x mal y. Und dann muss ich die Ergänzungszahl ausrechnen, das ist einfach 1000 minus x oder 1000 minus y. Und dann kann ich mit ein bisschen Nachdenken, kann ich sozusagen den Trick in eine Formel fassen. Das ist keine schöne Formel, die da rauskommt. Aber es ist ein Term, der diesen Trick beschreibt. Und das kann man dann einfach ausklammern und ausrechnen und kommt am Ende x mal y raus. In diesem Sinne funktioniert es immer. Aber genau, wie gesagt, es ist nicht immer sinnvoll. Ein Trick, der definitiv auf die Inder zurückzuführen ist, Stichwort heißt vedische Mathematik. Ich habe noch einen anderen Multiplikationstrick, der auf diese alte Strichzahlen-Schreibweise zurückgeht. Da will ich vielleicht was Einfaches ausrechnen. Sowas wie 21 mal 32. Also die Menschen vor 20.000 Jahren, die hätten 21 Striche gemacht und 32 Striche. Die hätten, soweit wir wissen, nicht multiplizieren können. Soweit will ich es nicht treiben. Ich will nur die einzelnen Ziffern mit Strichen schreiben. Also zwei Striche, ein Strich für 21, drei Striche, zwei Striche für 32. Und der eigentliche Witz dieses Tricks ist, dass ich die Striche nicht senkrecht mache, sondern schräg. Schauen Sie mal, so schreibe ich die 21. Sie verstehen es vielleicht nicht, aber Sie müssen mir jetzt eine halbe Minute vertrauen. Die 32 schreibe ich genauso, drei Striche, zwei Striche, auch schräg, aber nicht in dieser Schräge, sondern genau entgegengesetzt. Also so, 1, 2, 3, 1, 2. Sehen Sie noch die 21? 2, 1, die 32? Ist gut, dass Sie sehen, wir sind nämlich fertig. Das Ergebnis steht da. Wir müssen nur noch die Schnittpunkte zählen. Ich habe hier vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schnittpunkte. Hinten habe ich 2 Schnittpunkte. Und in der Mitte müssen wir das obere und untere zusammennehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schnittpunkte. 672 ist das Ergebnis. Genau, warum haben wir eigentlich gerechnet? Genau. Sieht wirklich schräg aus, aber im Gegensatz zu dem indischen Trick hier drüben, der eine ganz merkwürdige arithmetische Vorstellung im Hintergrund hat, ist das etwas, was wir gut verstehen können. Denn schauen Sie nochmal, wie kommt diese 6 zusammen zustande? Das ist die 2 mal die 3. Was ist diese 2, diese 2 Striche? Das waren die ersten Striche, die ich überhaupt gemalt habe. Das war die 2 von 21, also die Zehnerziffer der ersten Zahl. Und diese 3 hier ist die 3 von 32, die Zehnerziffer der zweiten Zahl. Das heißt, hier vorne rechne ich aus, 10er mal 10er gibt natürlich 100er. Hier hinten habe ich 1, das ist die 1 von 21, das ist die 2 von 32, 1er mal 1er gibt die 1er. Und in der Mitte habe ich 10er mal 1er, 10er mal 1er gibt die 10er. Also, eigentlich ganz einfach. Ich mache noch eine kleine Aufgabe, um Sie noch ein ganz klein bisschen zu verwirren. 23 mal 34. Sie wissen, wie es geht. Zwei Striche, drei Striche für 23, drei Striche für 30, vier Striche für 4. Und wir sind fertig. Die Striche gemalt sind fertig. Wenn wir jetzt noch explizit in Zahlen das Ergebnis wissen wollen, müssen wir die Punkte zählen. Klar, wie vorher auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vorne. Hier hinten habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und in der Mitte, oben haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 8 und 9 sind 17. Was will uns das sagen? Also es ist nicht 61.712. Solche Schülerantworten werden Sie auch bekommen. Sondern wir erinnern uns nochmal, was haben wir hier gesagt?
Vorne entstehen die Hunderter, in der Mitte die Zehner, hinten die Einer. Das heißt, das ist die Zahl, die aus 6 Hunderten, 17 Zehnern und 12 Einern besteht. Es ist überhaupt nichts Böses dabei, eine Zahl so hinzuschreiben. Aber wenn man das weiß, kann man jetzt diese Überträge machen und dann in unserer Standardnotation würden hier 2 Einer stehen bleiben, es gibt einen Zehner mehr, 18 Zehner, bleiben 8 stehen, es gibt einen Hunderter mehr und das Endergebnis in Standardnotation ist 782. Also, ein ganz wunderbares Verfahren, bei dem ich zweifle, ob es sozusagen zum realen Rechnen seinen Hauptzweck hat oder ob es viel eher dazu dient, dass man, wie bei Ihnen jetzt, dass man auf höherer Ebene nochmal so einen kleinen Verfremdungseffekt hat und nochmal anfängt, darüber nachzudenken und rauskriegt, wie wunderbar, wie toll, wie fantastisch unser Dezimalsystem ist, wie wunderbar man damit rechnen kann. Es geht übrigens auch mit dreistelligen Zahlen, muss man nur sehr sorgfältig malen, dass man genau wissen muss, was ist übereinander, was ist nicht übereinander. Also man kann auch sich überlegen, was passiert, wenn eine Null dabei ist, wie gehe ich denn damit um? Also eine ganze Menge von interessanten Fragen, die sich daran anschließen kann. So, ich darf noch einen Trick machen. Genau, ich würde Ihnen gerne noch einen Trick zeigen, von dem ich überzeugt bin, dass Sie ihn alle machen werden. Sehr materialsparend, ich brauche nur 2 Papierstreifen. Ich habe hier nur gelbe genommen, damit Sie es gut sehen, damit es schön aussieht. Und wir können sagen, das ist hier irgend so was Lappriges, Zweidimensionales. Ich mache zunächst daraus etwas Stabiles, Dreidimensionales, nämlich einen solchen Ring. Den klebe ich auch mal zusammen. Sie können natürlich sagen, ein solcher Ring ist langweilig, weil Sie schon unzählig viele Ringe in Ihrem Leben gesehen haben. Das ist richtig. Dem will ich auch gar nicht widersprechen. In gewisser Weise ist so ein Ring furchtbar langweilig. Auch in dem, das kann man fast beweisen. Sie kennen nämlich alle Eigenschaften, die so ein Ring hat. Der hat eine Außenseite und eine Innenseite. Der hat da oben eine Kante und eine Kante. Und wenn ich ihn in der Mitte durchschneiden würde, würde er in 2 Ringe zerfallen. Ja, mache ich auch gar nicht, viel zu langweilig, das Ergebnis ist vorhersehbar. Ich will Ihnen aber auch sagen, dass so ein Ring nicht nur langweilig ist, sondern ich finde, er ist auch schön. Vielleicht nicht dieser Ring, aber die runde Form an sich ist eine, vielleicht die wichtigste Form in Natur und auch der Menschen, von Menschen gestalteten Umwelt. Ich mache manchmal mit meinen Studierenden, aber auch mit Schülerinnen und Schülern im Mathematikum so eine kleine Vorstellungsübung. Wir stellen uns einen geometrischen Begriff vor, Dreieck zum Beispiel, und fragen uns, wo in der Welt gibt es denn Dreiecke? Nicht im Matheunterricht, ja, Wimmels von Dreiecken. Nein, außerhalb des Mathematikunterrichts. Gut, da fällt einem ein Verkehrszeichen, vielleicht Häusergiebel, wenn man in einer Altstadt aufgewachsen ist. Da wird es schon schwierig. Pyramiden, sagen manche noch. Man kann dann immer übrigens einen Impuls geben bei fast jeder Form, indem man fragt, gibt es von dieser Form, also was Dreieckiges, zu essen? Fällt Ihnen wieder was ein? Toblerone, Nussecken, sowas, genau, ein Brot kann man quer durchschneiden. Aber die erstaunliche Beobachtung ist, bei Dreieck fällt einem gar nicht so viel ein. Bei Viereck, Quadrat fällt einem ein bisschen mehr ein, aber auch nicht so viel. Aber wenn Sie an runde Formen denken, dann können Sie nach einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr aufhören. Ich habe unlängst eine Kindervorlesung gemacht von einer Grundschule. Es war ausgesprochen mühsam, die an der Stelle wieder zu stoppen. Also, denken Sie an die Straße. Autos haben Räder, Lenkräder, Tankdeckel, Fahrräder haben auch alle möglichen Räder, Klingel und Dynamo. Wenn es Nacht wird, sehen Sie den Mond, die Sonne, haben Sie heute gesehen. Wenn Sie zu Hause sind, Teller, Tassen, Gläser, Flaschen. Es gibt unglaublich vieles Runde in der Natur. Blüten gibt es jetzt demnächst wieder. Fast alle Blüten sind rund. Fast alle Früchte sind rund. Es gibt unglaublich vieles Runde zu essen. Pizza, Donut, Smarties, Spiegelei, Kuchen, Torte, alles Mögliche. Klöße, Knödel, Klöße, was weiß ich alles. Wenn man einen Stein ins Wasser fallen lässt, werden die Wellen rund und so weiter und so weiter.
Also eine ganz tolle Form. Und übrigens, wenn Sie mal jüngere Kinder beschäftigen wollen und auch interessant beschäftigen wollen, dann kann man eigentlich zu fast jedem Ding so eine Frage stellen, warum ist denn das rund? Warum sind Teller rund? So, das sind alles gute Fragen. So, das will ich aber jetzt nicht diskutieren, sondern ich habe jetzt sehr lange genug über diese Ringe gesprochen. Jetzt machen wir ein Experiment, indem wir diese ganz einfachen, total beherrschbaren Dinge zusammenbringen und daraus was Interessantes machen. Ich könnte sie so zusammenbringen, dass es eine 8 gibt oder das Unendlichkeitszeichen. Ich mache es ein ganz klein bisschen schwieriger, indem ich den unteren Ring so lasse, wie er ist, also sozusagen von rechts nach links schaut, aber den oberen drehe, sodass er von vorne nach hinten sich zeigt. Und so werde ich die zusammenkleben. Man kann auch so, wenn Sie so angucken, sehen, sagen, ich klebe die senkrecht zusammen. So, dass sie senkrecht aufeinander stehen. Das ist die einzige Stelle, an der man ganz klein ein bisschen aufpassen sollte. Man muss hier großzügig mit Klebstoff sein. Nicht nur einen Punkt, sondern das sollte die ganze Kontaktfläche sollte richtig gut kleben. Sonst geht das Experiment nicht so gut aus. Hier noch ein bisschen. So. So, das ist jetzt ein Teil, über dessen Schönheit möchte ich gar nicht lange mit Ihnen diskutieren, denn ich werde es jetzt zerstören. Das ist das eigentliche Experiment. Ich werde mit der Schere jetzt den einen Ring längs in der Mitte durchschneiden, einmal ganz außen rum und dann den anderen. Und wenn man nicht weiß, was rauskommt, ist es, glaube ich, unglaublich schwer, sich das vorzustellen. Ich habe das vor einiger Zeit mal diesem bekannten Fernsehjournalisten Ranga Yogeshwar gezeigt. Wir haben uns zufällig irgendwo getroffen. Er fragte mich, haben Sie was Neues? Ich sagte, hier ja, zwei Ringe. Und man muss sagen, er hat sofort gespürt, dass das was Besonderes ist. Aber seine eigentliche Vorhersage war, wie Sie sofort sehen, sagen würden, ist komplett falsch. Er sagte nämlich, es entstehen vier Ringe. Ist klar, was er gedacht hat. Wenn die noch auseinander wären, die beiden, dann könnte ich den einen durchschneiden, gibt zwei, anderen Ring durchschneiden, gibt auch zwei, hätte ich vier. Aber da hätte ich mir natürlich das Zusammenkleben sparen können. So, jeder von Ihnen kann sich was denken. Ich fange einfach mal an zu schneiden. Sie sehen, technisch ist es wirklich einfach. Über die Kontaktstelle weg. Und natürlich ist klar, der letzte Schnitt ist immer der interessanteste. Deswegen, Achtung, letzter Schnitt der ersten Runde. Was ist das hier? Handschellen. Gab es also zu meiner Zeit im Mathematikunterricht noch nicht. Aber es ist nur so ein Zwischenstadium auf dem Weg zum Endstadium. Sehen Sie, das waren die zwei Ringe. Jetzt habe ich diesen Ring auseinandergeschnitten. Der zweite Ring ist jetzt dieses Band geworden. Noch viel einfacher, ich muss nur noch dieses Band durchschneiden. Und was entsteht? Das hier entsteht. Es entsteht ein Rahmen, ein Quadrat aus zwei Kreisen. Also, aus zwei Kreisen entsteht ein Quadrat. Das ist nicht exakt die Quadratur des Kreises, aber ist auch schön. Ich sagte es vorher schon an einer Stelle. Solche Experimente sind toll, sie haben Überraschungseffekt und auch wenn Sie es nur bis hierher vorführen, Sie werden bei Ihren Freunden, Bekannten, Kindern und so weiter immer so einen kleinen Überraschungserfolg haben. Aber was ich Ihnen noch zum Schluss noch mitgeben möchte, da können Sie auch noch mathematische Gedanken dran anschließen. Würde zum Beispiel, wenn Sie das jetzt gemacht hätten, würde ich Sie natürlich zunächst loben, dass Sie das so toll geschafft haben und dann würde ich auch sagen, Sie fragen, geht es auch wieder zurück? Das hört sich schwerer an, als es ist. Denn diese Vorstellung der Handschellen hilft ungemein. Das ist so ein Zwischenzustand, den man leicht erreicht und dann muss man gut umgreifen und dann kriegt man es wieder hin und dann habe ich die zwei Ringe. Das ist also keine Zauberei, sondern es ist wirklich Mathematik. Aber das, wie ich finde, das Tollste an diesem Experiment ist, dass ich glaube, überzeugt bin, dass wenn man das zum ersten Mal sieht, wenn sich dieses Quadrat öffnet, dann bin ich eigentlich überzeugt, dass sich im Gehirn irgendwas tut.
Ich habe keine Ahnung was, ich bin kein Hirnforscher, aber irgendwas tut sich, werden Sie gleich merken, denn Ihr Gehirn weiß schon alles über dieses Experiment, was Ihnen vielleicht noch gar nicht bewusst ist. Deswegen zwei Fragen, um Ihnen sozusagen nochmal die Struktur bewusst zu machen. Sie erinnern sich und Sie sehen das auch, ich habe zwei gelbe Ringe benutzt. Wie würde denn das Ding aussehen, wenn ich einen gelben Ring und einen roten Ring benutzt hätte? Genau, ich sehe schon so ein paar charakteristische Handbewegungen. Sie erinnern sich, das war ein Ring. Wenn das der rote Ring gewesen wäre, dann wäre jetzt rechts und links rot, oben und unten gelb oder umgekehrt. Gegenüberliegende Seiten hätten die gleiche Farbe. Und wie würde das aussehen, wenn der eine Ring klein und der andere groß gewesen wäre? Genau. Haben Sie es gehört? Alle zusammen, Sie alle haben gleichzeitig, wie aus einem Munde gesagt, Rechteck. Und wenn Sie sich beobachten, dann haben Sie das völlig selbstverständlich gesagt, völlig entspannt. Sie haben nicht gesagt, da will ich aber noch ein Experiment zu sehen oder das soll der mir erstmal beweisen. Nein, Sie wissen das hundertprozentig. Und ich glaube, das liegt daran, weil Ihr Gehirn schon vor 2 Minuten das ganze Experiment kapiert hatte und Sie jetzt sozusagen nur noch aussprechen müssen. Also ein ganz wunderbares Experiment, das ich Ihnen nur empfehlen kann. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz viel Spaß mit eigenem Experimentieren in der Ausstellung Mathematik zum Anfassen. Dankeschön. Applaus